Wir haben den Kampf gewonnen, aber Aleph hat den Erzengel wieder wegteleportiert. Wie auch immer, wie sieht es mit deinem magischen Lied aus? Hast du eine weitere Spur erhalten? Nimmst du die Karte in die Hand, muss dreimal sie gelesen sein. Das klingt etwas, was du an einem bestimmten Ort tun musst, wie ein Ritual. Okay, lassen wir es krachen. Wohin geht das als nächstes? Hast du das Gerücht gehört, dass im Sumpfgebiet irgendwas passiert? Das könnten wir uns mal ansehen. In der Tat, Captain Seibel erwartet uns im Sumpfgebiet. Und genau dorthin, Kelly, verwickelt dich in eine lebhafte Diskussion über deine Lieblingshunderassen. Naja, Corgis sind schon recht interessante Tiere. Und Sacken Hachiko? Ist ja auch nicht schlecht. Okay, wie er die Tierrasse da heißt, weiß ich nicht so genau. Aber Hachiko ist ja schon ein gut aussehender Hund. Okay, jetzt müssen wir allerdings auch bloß mal sehen. Sollen wir Sack jetzt schon... Okay, sollen wir jetzt eigentlich schon die ganzen Captains machen, die wir noch übrig haben? Wir könnten theoretisch, jetzt wirklich mal die ganzen Captains jetzt wirklich beenden. Tja, warum nicht? Ist ja doch auch mal eine interessante Aufgabe jetzt. Machen wir alle Captain Quests. Und ich denke, sag mal, wir könnten jetzt mal unser Cassette-Bees Blütenmaul jetzt mal eine Pause gönnen. Findet ihr nicht auch? Wir haben jetzt schon eine halbe Ewigkeit ja mit Blütenmaul ja gespielt. Und hat er sowieso auch die meisten interessanten Kämpfe ja sowieso auch bestritten. Dreifings wiederum hat er schon seit längerer Zeit keinen einzigen Kampf mehr gehabt. Also könnte dieses Kassett... Warte mal. Ah, verdammt nochmal, die sind jetzt Geister. Bringt mir jetzt auch nicht gerade sehr viel. Aber gut, irgendwo hier im Sumpfgebiet erwartet uns jetzt also ein Captain. Bist du ein Captain? Wow. Die Existenz eines unendlichen Kosmos voller Welten stellt für Makler wie uns eine gewisse Herausforderung dar. Land erhält seinen Wert aufgrund von Knappheit, die es einem unendlichen Multiversum aber nicht gibt. Okay, du bist kein Captain. Das war jetzt ein Versehen meinerseits. Dass die Makler eigentlich jetzt immer noch gibt, obwohl wir den Erzengel Mammon ja besiegt haben. Das ist doch jetzt nun wirklich auch ein bisschen blöd. Oh, zeitloser. Mal was Neues. Eine Sanduhr. Und noch ein bisschen Dünkschleim. Allerdings ist Neuwirl so etwas wie eine kosmische Falle. Niemand kann es verlassen und da wird Land kostbar. Also wird diese winzige Insel mit der Zeit zum Paradies, auch wenn wir Makler es derzeit mit einigen Herausforderungen zu tun haben. Eine solide Investition. Tja, so viel dazu. Warte mal, bist du? Die Sumpfkiste ist auf jeden Fall matschig. Das könnte jetzt der Captain sein. Hey, hey!
Hi. Ja, Captain Cyber. Hallöchen, ihr hört Cyber Radio und mit Berichten aus ganz Neu-Wirl rund um die Uhr. Wir berichten live von der Westküste mit unserem neuen Ranger-Auszubildenden, Phantom. Angeblich handelt es sich bei Phantom um jemanden, der enormes Potenzial, Talent für den Monsterkampf besitzt. Was meinst du, Neuling? Sollen wir den Leuten einen Höreindruck vom Schlachtfeld verschaffen? Bist du bereit, gegen Captain Cyber zu kämpfen? Yo. Oh, yeah. Dann schnallt sich an, liebe Zuhörer, jetzt kommt eine exklusive Live-Performance. Okay, das müssten wir doch erst hinkriegen. Ha, Elektrizität. Okay, nicht gerade das Beste jetzt, aber... So können wir sogar ein bisschen voranstürmen gleich. Ich bin mir eigentlich sicher, er hat ein anderes Ziel gehabt. Okay, und der Gegner ist schon mal weg. Und sie ist dann sogar auch gleich mal weg. Bedauerlicherweise haben wir dadurch jetzt keinen Verbrennungsschaden gekriegt. Ja! Der Kampf geht in die heiße Phase. Wird eure geliebte Moderatorin gewinnen oder geht der Sieg an den tapferen Außenseiter? Es wird Zeit für den Höhepunkt. Ah, auch so ein Cassette-Bees. Und glühende Kohlen war jetzt eigentlich nicht gerade sehr passend gewesen. Okay, anscheinend ja doch. Dann wird es jetzt mal Zeit für den astralen Prügel. Perfekt! Und Ende Gelände. Wow, was für eine Darbietung. Unseren Zuhörern hat es gefallen. Und hier ist natürlich auch noch deine Bezahlung. Okay, ein Stempel mit einem Wi-Fi-Signal. Gut, Fusionsmaterial, Olivenpower, gut, gut, gut. Ich war dabei, groß im Radio rauszukommen. Seitdem ich hier gelandet bin, ist es nicht mehr dasselbe. Aber ich mache einfach weiter. Jeden Tag gehe ich auf Sendung und hoffe, dass irgendwer irgendwo außerhalb dieser Insel das Signal empfängt. Vielleicht kommen sie dann her und retten uns. Wow. Aber das reicht jetzt mit der Melancholie. Du hast dich bei unserem Kampf fantastisch geschlagen und hast eine vielversprechende Zukunft vor dir. Gut. Das war jetzt also Captain Cyber. Als nächstes kommt also Captain Penny Dreadful. Ja. Ich glaube... Zu der kommen wir jetzt gut hin. So langsam gewöhne ich mich an diese staubigen alten Bahnhöfe. Die Stille hier ist aber ganz schön unheimlich. Naja, das passiert, wenn die Deutsche Bahn immer schlechter wird.
Dann haben die Züge am Ende so viel Verspätung, dass er sagt, niemand mehr da ist, um auf die Züge zu warten. Das ist die Endzeitstimmung. So, jetzt allerdings. Kurz mal ausruhen. Sieh mal, Phantom. Die hat Clemence auf dem Markt gefunden und sie mir mitgebracht. Ist sie in gutem Zustand? Sie verströmt ein wenig Meeresaroma. Aber ganz ehrlich, das ist bei der Hälfte des Mülls in Hafenstadt so. Wie klingt sie? Gute Frage, bist du bereit? Jo. Ich glaube, die muss gestimmt werden. Das klingt ziemlich unfertig. Keine Sorge, die Leute auf Neu-Wörl sind gewohnt, dass Sachen nicht so ganz funktionieren. Nichts, was man nicht wieder hinbekommen könnte. Natürlich muss man sich richtig reinhängen. Diese Schönheit werde ich schon bald spielen. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich auch. Beziehungsstufe 4. Gut, wir haben zwar eigentlich immer noch nicht diesen einen Bruder gefunden von der einen Person namens Viola. Aber jetzt aktuell auch noch nicht so ganz wichtig. So langsam aber sicher könnten es auch unsere Bits. Könnten unsere besiegten Gegner mal wieder aufstehen? Okay, das ist also jetzt Captain Dreadful. Nur, wie komme ich jetzt, sagt da rauf? Ach so, dadurch natürlich. Bloß, wie komme ich da oben jetzt rauf? Natürlich. Ja, mal wieder clever. Cleveres Phantom Heart Glück. So, jetzt aber Captain Dreadful. Ich dachte, sie standen hier. So, noch einmal. Das sind die Ruinen von Neu-London. Und es sind ja sogar immer noch Makler hier. Allerdings bloß Level 33. Also gut, für mich wird es bestimmt noch weitere Gelegenheiten geben. Okay, ich weiß natürlich, wo wir jetzt also gegen Captain Dreadful kämpfen werden. Aber ich muss dann der Stelle jetzt erstmal überprüfen, ob wir hier vielleicht noch irgendwas Neues, Interessantes noch weiter hätten. Eine Schlaflosigkeit. Ja, warum nicht? Ansonsten müssen wir eigentlich die Karte komplett am Ende vielleicht haben? Na egal, jetzt kommt erstmal Captain Dreadful. Dieser Ort hier hieß mal Neu-London. In Hafenstadt gab es jede Menge Einwohner. Es wurde Zeit für eine schöne neue Siedlung. Ich bin hier aufgewachsen, habe meine ganze Kindheit hier verbracht und Geschichten über das echte London gehört. Das klang nach einem furchtbaren Ort. Halsabschneider, Wegelagerer, Vampire, ich war total fasziniert davon. Ich weiß nicht, ob die Geschichte alles stimmt. Als die Stadt niederbrannte, gingen diese Geschichten verloren, ist doch klar. Und hier ist auch alles und jeder in Flammen aufgegangen, außer mir. Ranger Captain, dem Tod von der Schippespringerin höchstpersönlich.
Ein seltsamer Spitzname. In Hafenstadt glaubt jeder was anderes, aber bei einer Sache sind wir uns einig. Irgendwann werden wir alle den Löffel abgeben. Well. Ich glaube, es fehlt ihnen einfach an die Fantasie. Der Tod ist nicht das Ende, nicht wenn man die Geheimlehren kennt. Hm? Ich könnte dir eine Demonstration geben, wenn du meinst, dass du dafür bereit bist. Du bist doch der neue Ranger aus Win, oder? Bist du auf der Suche nach einem Kampf, um dich zu beweisen? Hört sich irgendwie danach an. Dann lassen wir es mal krachen. Falls du es erwartest, dass ich mich zurückhalte, weil ich ein Ranger-Captain bin, hast du dich getäuscht. Ich erwarte einen richtigen Kampf. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ihr sagt Astro. Also, ja, kosmische Cassette-Bees. Setz ihr, sagt doch nicht ein. Geisterhafte Charaktere sind nicht durch Angriff zu treffen, werden jedoch besiegt, wenn der Timer des Geisterhaft-Status abläuft. Also nicht mit uns hier. Erstmal scharfe Kanten aktivieren. Und dann wird erstmal gespuckt, was das Zeug hält. Aber generell, auch wenn er sagt, ihre Techniken hier ein bisschen geisterhaft sind, Timer verlängert, wisst ihr was, das lassen wir jetzt mal nicht so stehen. Nein! Oh, verdammt nochmal, falscher Knopf jetzt gedrückt. So ein Mist, aber das war der falsche Knopf jetzt. So, hier für dich, Tabula Rasa. Du sollst verdammt nochmal nicht mehr deine Geisterform haben. So, und jetzt erstmal wunderbare 7. Du brauchst eine Abreibung. Naja, anscheinend bräuchte ich wohl eher einen Gin Tonic. Aber auch nicht mit uns. Tja, für uns lieber keinen Gin Tonic. Vielleicht dann sagt doch eher den Schallknall. Oh. Gut, der Gin Tonic hat. Ach, nur jetzt, er sagt schon wieder dieses verdammte Ritual? Also das kannst du dir jetzt beim besten Willen gleich mal abschminken. Warte, nein, wir machen das, er sagt doch erstmal mit wunderbare 7. Aber das, oh nein, jetzt haben wir, er sagt, viel zu wenig Energie. Tja, Captain Dreadful geisterhaft ist gestorben, aber das Ritual hat sie zurückgebracht. Okay, dann erstmal wieder Zielwasser und dann erstmal. Oh, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Tabula Rasa funktioniert immer noch nicht. Okay, die Zeit wird jetzt, der Sack hier, wirklich langsam ein bisschen knapp.
Okay, die Zeit wird in der Tat jetzt ein bisschen knapp, aber die wunderbare 7 ist jetzt aktiv. Gut, sprühen brauchen wir nicht. Ich bin mächtig beeindruckt. Selbst, dass ich mich von der Ebene des Sterblichen entfernt habe, hat nicht gereicht, um dich zu besiegen. Hier ist deine Belohnung für den Sieg über die unsterbliche Penny Dreadful. Gut. Da waren es noch zwei. Nicht vergessen, wenn Leben das ist, was man daraus macht, gilt es auch für den Tod. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bedeutet, aber es klingt tiefsinnig. Jetzt also noch Captain Judas? Oder Captain Judas? Er ist da unten? Und dann sagt noch die Chefin. Tja, meinetwegen. Dann hätten wir eigentlich auch, sobald es gesagt geht, die komplette Karte ja aufgedeckt. Dauert zwar noch ein bisschen, aber es fehlt nicht so viel. Als Kind habe ich ständig gezeltet. In Irland gibt es jede Menge tolle Stellen dafür. Ich bin mit meinem Papa immer aufs Land gefahren und dann haben wir uns die Sterne angesehen. Wenn ich mit dir zelte, kriege ich Sehnsucht nach dieser Zeit. Okay, komm schon. Verdammt! Da hätte ich ja sagt eine höhere Ebene nehmen müssen. Okay, wer von denen ist Nein, er ist nicht Judas. Wir müssen noch neu willkommen. Das ist so jetzt nun wirklich total egal. Denn so oder so scheint er gleich verloren zu haben. Aber ja, bedauerlicherweise ist das, er sagt, nicht der vorletzte Captain. Dann war es wohl höchstwahrscheinlich wirklich die andere Person, die wir zuerst gesehen haben. Okay, ein bisschen Lego. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ein außerkörperliches Erlebnis hatte. Ich schwebte über meinen Körper, der im Bett lag, und dann wusch, wurde ich in den Wirbel gezogen. Dann weiß ich nur, dass ich irgendwann hier war. Ob das so stimmt, ist eine andere Frage. So, jetzt erstmal zu dir. Nein, du bist ja sogar auch nicht der Captain. Sie scheint eine Schatzsucherin zu sein. Ja, schade. Unsere Suche verzögert sich daraufhin noch ein bisschen.
Direkt vor der Küste von Neuwöll havarieren oft Schiffe. Die Strände nach angespülten Schätzen abzusuchen, ist eine gute Möglichkeit, hier seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Gut, das hilft uns aber jetzt leider nicht gerade sehr viel weiter. Also, der Captain der Captain. Ist dann immer noch nicht hier. Aber vielleicht auf dieser kleinen Insel. Hey, wie ist der aus deinem Kassettenspieler? Willst du auch zu den Rangern? Sind wir wohl Rivalen? Okay, Captain Judas ist also genau hinter dem hier. Das war wieder mal einfach. Also Zeit für den vorletzten Captain-Zeit. Sieht aus, als hätte ich jede Menge zu tun. Gut. Hallo, Captain Judas. Warte mal, haben wir hier eine Verbindung gehabt? Warte, es gab hier, sag, eine Höhle. Ich habe dich aus mindestens 200 Metern Entfernung kommen gehört. Wenn du auf Überraschungsmoment aus warst, ist es dir nicht gelungen. Okay. Judas Knight. Ranger, Captain und Überlebensprofi. Ich habe die Aufgabe, im Leben zu bleiben. Komme, was wolle. Das ist einfach gesagt als getan, wenn man auf einer Insel überleben muss, auf der es von gefährlichen Raubtieren nur so wimmelt. Wir sind weit von zu Hause weg und das Einzige, was uns von diesen Bestien trennt, ist unsere Fähigkeit, Strategien aufzustellen. Wenn du einem Monster in die Augen schaust, kommst du nur lebend davon, wenn du weißt, dass der Kampf schon gewonnen ist. Also, möchtest du eine Lektion überleben halten? Wie ich bereits erfahren habe, machst du eine Ausbildung zum Ranger. Tja. Okay, aber nimm es nicht persönlich, wenn du mit dem Gesicht im Dreck liegst. Also unsere Fusion werden wir, sag, noch aufbewahren, um gegen die Anführerin zu kämpfen. Bin allerdings mal gespannt, was seine Strategie jetzt eigentlich sein mag. Wird das jetzt in diesem Fall meine Strategie sein, die er einsetzt? Es könnte in der Tat die Strategie sein, die wir eigentlich immer nutzen. Wie passend allerdings, dass seine Fernkampfabwehr jetzt reduziert wird. Also gut, alles läuft dann wiederum nach Plan. Du hast länger durchgehalten, als ich dachte, nicht übel. Okay, hat er gesagt, alles genau nach Plan geklappt. Alles lief nach Plan.
Tja, seine Strategie hat nicht funktioniert. Seinen Captain zu heilen mit der Kraft eines Wächterlöwen. Was das Kämpfen mit Statusangriffen angeht, dahingehend sind wir, sag schon, Profis geworden. Du hattest Strategien, um meine Strategien zu kontern. Du hast die Einstellung eines wahren Rangers, das hier hast du verdient. Bla bla. Okay, 11 Ranger besiegt, fehlt nur noch die Chefin. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Zivilisation und Sicherheit sind vergängliche Begriffe. Wenn du es nicht schaffst, mit nichts weiter als deinen Verstand zu beleben, lässt du dich selbst im Stich. Gut, jetzt also noch die Chefin. Jetzt also müssen wir bloß noch die Chefin in Hafenstadt besiegen. Das ist doch jetzt erstmal eine gute Idee. Ich frage mich, wie diese ganze Sache mit der Kassettenmonster-Transformation funktioniert. Oberflächlich betrachtet ergibt es überhaupt keinen Sinn. Immerhin sind das ganz normale Kassettenspieler. Sie bestehen aus Plastik. Aber vielleicht habe ich die falsche Einstellung. Vielleicht ist es falsch, sich zu sehr auf die Einschränkung zu konzentrieren. Vielleicht sorgen wir dafür, dass etwas passiert, indem wir akzeptieren, dass das Unmögliche trotzdem passieren kann. Vielleicht. Tja, so oder so. Es wird Zeit für den letzten Fight. Haben wir noch die Fusionsenergie? Jo. Und du hast jetzt in der Sack nichts gehabt. Vielleicht ist es dafür jetzt auch ein bisschen zu spät schon. Oder zu früh. Na, warte mal, du hast eine neue Mission. Kennst du Meredith? Sie repariert die Elektronik in der Stadt. Wenn sie nicht in ihrer Werkstatt in der Hafen erlangt ist, dürfte sie im Park sein. Statt ihr einen Besuch ab, falls du mal irgendwas mit Elektronik brauchst. Ich habe keine Ahnung, wozu wir die jetzt aufsuchen müssten. Was ich jetzt jedenfalls weiß, ist die Tatsache, wir müssen jetzt die letzte Rangerin bekämpfen. Hey. Hey, Phantom, ist irgendwas? Tja, die Ausbildung bei den Captains. Wir stationieren die Captains auf der ganzen Insel, aber plötzlich in Notfällen stets irgendjemand, der näher ist. Falls du Hilfe brauchst, sie zu finden, versuch es bei den anderen Rangern in der Gegend. Ich bin gerade ein wenig beschäftigt. Okay. Anscheinend brauchen wir, sag jetzt noch, einen weiteren Captain. Hey, weißt du, ob jemand seinen Hund vermisst? Ich habe am Fuß des Wirls, des Wirl, in der Nähe der Ecke des Sees, einen mit einem Kassettenrekorder rumlaufen sehen. Ein ganz normaler Hund. Keine Pombombe. Hoffentlich ist mit dem anderen Ding alles in Ordnung. Tja, der entlaufene Hund. Und genau dort müssten wir, sag noch, weitermachen. Sei gegrüßt, mein eifriges Helferlein. Hast du unser geheimnisvolles Monster aufgenommen? Wir suchen eine Creme in der Kapuze und eine Maske im Ödland. Hier ist es. Excellent. Und wieder hast du dich als äußerst kompetent erwiesen. Nimmertot, oder? Gott. Also wir haben nur noch ein Monster auf meiner Liste der dringenden Untersuchung. Jante selbst hat eine Kreatur erwähnt, die beim ersten Anblick eines Menschenreis ausnimmt. Angeblich handelt es sich um einen Elf mit Holzgesicht im Park. Wenn sich das für dich nach etwas anhört... Ja, haben wir. Upsala. Das war ein bisschen zu feurig. Greetings. Gut, hier ist es. Oh, du hast das Monster aufgenommen. Das Monster namens Elflos, oder? Welche Bedeutung könnte das haben? Vielleicht gibt es eine tiefere, übernatürliche Verbindung zwischen der Art und Weise, wie Menschen Gesichter wahrnehmen und der Manifestation dieser Monster. Es könnte natürlich auch ganz einfach sein, dass Masken ziemlich cool aussehen. Ich muss dir zu einem Können gratulieren. Wenn das so weitergeht, bin ich am Ende noch der Assistent und nicht mehr der Wissenschaftler. The truth. Eigentlich bin ich auch gar kein Professor oder Wissenschaftler. Bevor ich ans Ufer von Neuville gespült wurde, war ich ein einfacher Büroangestellter. Eigentlich habe ich es weniger mit Wissenschaft als mit Science Fiction. Nichtsdestotrotz muss ich rational bleiben. Hierher zu kommen hat mein Leben einen neuen Sinn gegeben. Ich mag ja kein echter Professor sein, aber trotzdem glaube ich, dass meine Bemühungen hier nützlich sein können. Danke für deine unbelästige Hilfe im Dienste der Wissenschaft. Du gibst ein gutes Beispiel für uns alle ab. Falls du mir irgendwann mal wieder beim Katalogisieren helfen möchtest, sprich mich an. Es gibt stets neue Dinge zu untersuchen. Hm, wie viele verschiedene Spezies hast du da draußen aufgenommen? 63. Das ist eine Menge, was wir jetzt gekriegt haben. Komm wieder vorbei, wenn du 70 erreicht hast.
Wow, okay. Dann zählt also die Chefin, sagt jetzt nicht so sehr zum Thema Ranger Captain. Das ist jetzt sogar ein bisschen blöd. Ich hatte schon damit gerechnet, gegen sie jetzt zu kämpfen. Tja, ich hatte schon irgendwie damit gerechnet, jetzt gegen sie zu kämpfen, aber... Anscheinend geht das noch nicht. Also gut, was machen wir dann jetzt als nächstes? Da wir sowieso, er sagt, diese Kletterfähigkeit ja besitzen, würde ich mal sagen, werden wir im nächsten Part dem entlaufenden Hund in der Nähe, ja, des Berges mal helfen. Dann geht es ja, sag mal, auf ins Schneegebiet. Dort werden wir dann sowieso auch noch einen weiteren Erzengel sicherlich auch noch finden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit gibt es dort drüben auch noch einen Erzengel. Das wäre dann Nummer 7 von 8, die wir dann, ja, sag, für das Lied finden müssen. Und damit sage ich jetzt erstmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao, wenn wir dann neue Höhen erklimmen werden. Bis dann und schau bis dann.